Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Spaß am Wochenende. So, wieder rein ins mein neues Spiel, neue Runde. Da fehlen noch 7. Damit es eine volle Lobby wird. Es wird weniger. Statt mehr. Jetzt wird's mehr. Jetzt wird's mehr. Und mal wieder der Türenlauf. Moment. Nee, nicht schon wieder. Das ist jetzt das erste Mal praktisch. Müsste ganz rechts sein. Die letzte Tür. Bin ich ganz vorne? Bin ich das? Jau. Genau, das gibt. Erst ist schon gleich eine, die nicht funktioniert. Das müsste die sein. Und bin drin. Jetzt müsste die Meute kommen. So, welches Spiel kommt jetzt? Horta? Jetzt schon? Jetzt schon ein Teamspiel? So, in welchem ist der Pirat? Mit dem Gelben. Das sehe ich jetzt schon. Los, bringt welche zu uns. Na! Und schon ist ein Ball rüber. Hey! Wieso springst du gegen mich? Na, wo springt ihr denn hin? Thank you.
Was tut ihr denn? Ich habe nicht zuschauen gedrückt. Man sollte meinen, dass beim Horde, man sollte nicht im Weg stehen. Kommt zu Hilfe, ist aber genau im Weg des Balls und schippst es dadurch wieder zurück. Das ist natürlich unpraktisch. Na, wo bin ich? Also hier lagen... Nein, nicht die ganzen Sachen mitnehmen. Ich geh mal da lang. Ich glaube, diese rutschenden Stäbe sind neu. Ich habe ja auf jeden Fall jetzt nicht... Nein, komm einfach nicht durch! Wieso fallen alle auf mich drauf? Oh, qualifiziert. Das war ja knapp. Das war doch gerade noch so qualifiziert. So, hier lagen. Ja, ziemlich weit vorne. Immer mit dem Strom. Immer rechts. So. Oh, ach ja, Hammer. So, das müsste ich schaffen. So, und gleich müssten alle durch sein. Jetzt kommt die Meute.
Team abschweifen, okay. Waren alle durch 4 teilbar? War es jetzt eine durch 4 teilbare Zahl? Okay, ich hab einen Schweif. Hey, ich hab ihn doch festgehalten. Hallo, Schweif, ich hab dich. Oh, Team Rot ist am Verlieren. Es kann jederzeit sein, dass irgendein anderes Team am Verlieren ist auf einmal. Das ist ein großer Hammer. Man muss verhindern, dass Team Blau einen Schweif bekommt. Mmh. Ja, genau! Im letzten Moment noch. Im letzten Moment noch verliert man den Schweif. Einer einen Schweif und man verliert. Es fehlen noch 2. Nur noch einer. Los! Lop. Einfach durch! Auf jeden Fall mit so wenig Springen wie möglich. Diesmal sind diese Bälle nicht da. Warum das nicht? Eine extra Runde. Ah, blöder Ball. Jetzt komme ich mit der Meute an. Das wird er nicht mehr schaffen.
Oh, der Kreisel. Los. In welche Richtung drehen die sich? Na. No, ich werde nicht nach zurückgeschleudert. Woher kommt dieser? Ja, geht doch. Einfach hier durch. Oh, diesmal ist er wieder in der einen Richtung. Ist auf jeden Fall zu schaffen. Uah! Na toll, du blockiert mir einer da den Sprung. Was soll das? Blockieren da mir welche den Sprung? Und wieso geht's immer automatisch dahin? Das soll es ja nicht. Ich sage beenden und nicht zuschauen. What? In der Mitte! In der Mitte ist keine Wippe! Was ist das denn? Ein Irrsinn! So, gut schaffbar. Das könnte doch etwas dauern, bis da alle durch sind. Was machen die da am Ziel?
glaube, nur ein Pirat ist dabei. Dann weiß ich auf jeden Fall, wer ich immer bin. Schwindelnde Höhen. Okay. So, hier lang. Da lang. Na, der Ball kam zu spät. Diesmal ist es nicht hier? Was ist denn hier? Was? Moment mal. Was sind hier Früchte? Also, das... Ich mag es, diese... verrückten... zufälligen Sachen. So richtig zufällige Sachen. Das ist auf jeden Fall Spaß. Das macht sogar noch mehr Spaß dadurch. Man ist immer gespannt, was zufällige wurde mit reingeworfen. Denn ich habe jetzt nicht mit einer Melone und so gerechnet, dass die jetzt auch mal angeschossen kommen. Oh, Ausweichmanöver. Heißt am Rand lang bleiben. Es können nur 18 durchkommen. Und ich bin weit hinten. Einer bleibt. Natürlich werde ich von allen geblockt. Wow. Blöde Banane. Wo kam die her? Was zur Hölle? Wo kam die Melone her? Wo kam die her? Das wird nichts. Und ich würde sagen, das war eine weitere Folge von Spaß am Wochenende.